Ja, das hat man gesehen. Ey, Alter, 0,26. Ey, irgendwie erinnerte mich gerade irgendwie an Pascal. Ja. Ja, der Pascal. Der Pascal da unten erinnert mich irgendwie an Pascal. Naja, stimmt, dieser Pascal da unten, der heißt doch Pascal. Hey, sorry, Ja, tut mir Pascal. leid. Tut mir leid, Pascal. Aber dieser Pascal war echt sowas von schlecht. Ja, das geht gar nicht. Marcel hat auch ein bisschen Probleme bei Schmelztiegel, aber naja. Na, wenigstens schießt er mal auf den Gegner, wenn er einen sieht. Und Zonen einnehmen habe ich abgehakt, gut. Jetzt brauche ich jetzt nur noch Warlocks töten und Titanen. Ja, das kriege ich hin. Ja, Warlocks, Titanen, gewinne drei Schmelztiegelmixes. Du hast das Zonen eingenommen. Können wir danach frei für alle, wie heißt der Team Ja, Deathmatch machen? Team Deathmatch, Konflikt, ja. Da wollte ich jetzt gerade hin. Da will ich jetzt hin. Nein, zu spät. Hast du vergessen? Nein! Okay, so wie das Match beginnt, müssen wir direkt in Orbit. Naja, bevor wir die Chance haben, seht ihr das hier. Ihr seht doch hier diesen schwarzen Strich hier, wenn man jetzt unter Übersicht geht. Da könnt ihr sehen, wer zusammenspielt. In dem Fall spielen nur Thomas und ich zusammen. Die restlichen hier, die sind alle einzeln unterwegs. Ihr könnt auch die Gegner sehen. Da werden alle Gegner, alle Verbündeten hier, alle Gegner. Ach Mann, Alter, wieso sage ich immer Gegner? Verbündete und Gegner werden hier angezeigt. So, das habe ich jetzt richtig gemacht. Eine halbe Stunde haben wir Zeit, weißt du? Haben wir nachher was vor, jetzt was? Richtig. Denn in einer halben Stunde wollen wir uns die Zähne ausbeißen. Ich weiß nicht, ob wir alles hochladen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Da könntet ihr noch entscheiden, ob ihr das möchtet oder nicht. Weil ansonsten, ja, es sind wie gesagt immer nur 10 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Wenn das Ganze 3 Stunden dauert, dann. Kontrolle! Ich glaube, das wird zu viel. Bravo, Team! Das wird ganz schön viel. Wenn du das nicht alles aufnehmen willst. Ja, dann kannst du auch probieren, ja. Oh Mann, echt cool, Zeit mein zu kämpfen, Controller ist wieder Hüter. voll. Okay, dann ab in Orbit. Ja. Die besten Leute gehen jetzt. Tja, gutes Gelingen hier. Jetzt waren auch hier die ganzen starken Level 27er, was haben die hingekriegt? Nichts! Da kam ein Level 12er, sowas wie ich, so ein Level 13er an und haut die aufs Maul. Oder ein Level 7er, wenn wir schon dabei sind. Ich auch schon gesehen. Level 13er haben die Oh. den Arsch abgerissen. Konflikt. Ey, für Konflikt kriegen wir diesmal sogar EP-Bonus. Cool, so, perfekt. Komm rein. Konflikt ist das neue Team Deathmatch. Wieder 12 gegen 12. Ach Quatsch, nicht 12 gegen 12. 6 gegen 6. Gegen Willi. 12 gegen Willi, wie willst du denn das machen? Ein Gast ist sowieso. Du hast nur 10 Finger. Ja, und ein Gast. Okay, dann muss. Ja, boah, wie willst du denn das machen? 5 gegen Willi, okay, kein Problem, da versteht jeder, was gemeint ist, aber 12? Wie willst du denn das machen? Ah, kreativ muss man sein heutzutage. Okay. Einen noch. Was mache ich da? Nein, er ist immer noch nicht da. Ich weiß auch nicht, warum nicht. Ah, jetzt ist er da. Na, endlich, nach Tagen. Ich bin fast verhungert hier. So, ich bin natürlich gelevelt. Bin jetzt Level 15. Das bedeutet, Level 16 ist leider erstmal Ende für mich, denn da machen wir dann die nächste Session fertig. Das machen wir nächste Woche. Ich wünschte, dass ich dann schon Feuer geboren hätte, aber das scheint ja wohl noch richtig lange zu dauern. Okay.
Das hier werde ich nehmen. Arkane Macht. Sehr schön. Ich versuche generell immer, die Rüstung hochzuschrauben. Je mehr du aushältst, bevor du stirbst, desto besser ist es. So, und damit willkommen auf Stützpunkt Delphi Eos Chasma auf dem Dars. Ne, auf dem Mars. Ich sag gern Dars, weil es sich so schön reimt, weißt du? Wir haben einen schwarzen Bildschirm. Oh, jetzt geht's los. Farbe. Starfertig. Eliminiere gegnerische Spieler. Bleib zusammen, Team. Ja, gleich zu Beginn die Stimme. Bleib zusammen, Team. Was machen sie? Richtig. Alle kommen meistens hier von vorne. Okay. Führung verloren. Echt jetzt, wir haben verloren. Assists sind super. Weil Mann, so scheiße. Nein. Ihr dürft jetzt bei einer richtig guten Niederlage zugucken. Wenn ich das weiß. Ich weiß das schon im Voraus. Oh fuck. Das war wieder ein Anzeigefehler. Ach ja, das ist eine Sache, die macht den Titan unglaublich stark und da ist auch keiner immun gegen. Da kann man auch nichts gegen machen. Wenn einen dieser Sturmangriff erwischt, dann ist Feierabend. Tja, epische Niederlagen gibt es eben auch hier. Das ist einer der Gründe, weswegen ich den Modus hier nicht mag. Und den auch nur gespielt habe, weil ich da damals die Rüstung haben wollte unbedingt. Ihr müsst gucken, auf welche Attribute ihr Wert legt. Ob nur schneller Nachladen für eure Waffe, für euer Automatikgewehr. Ach hier übrigens, wenn ihr geduckt geht, dann seid ihr nicht unbedingt dauerhaft für den Gegner zu sehen. Da war er fast tot, aber kein Verbündeter da. Und selbst wenn, hätte er nur extra Punkte gekriegt. Ja, komm, hau mal rein. Ja, ich habe auch Munition gekriegt, cool. Heizen wir ihn ein. Hast du Raketenwerfer oder... Okay, ich hab dich gerade mit der Granate abgeschmissen. Scheiße. Ja, ich wollte an dir vorbeiwerfen, aber dann standst du plötzlich vor mir. Alter, boah, die Waffe verzieht so abartig. Dann hab ich Raketenwerfer, wenn er verzieht, ist egal. Thank you.
Alter Vater, ey.